Eine der erfolglosesten Amtszeiten bei Real Madrid ist beendet. Wie die Königlichen am Montagabend offiziell bestätigten, trennt sich der Club mit sofortiger Wirkung von Trainer Julen Lopetegui. Der 52-Jährige, der kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der spanischen Nationalmannschaft zum Rekordmeister wechselte, hatte mit Real Madrid von 14 Pflichtspielen in dieser Saison nur 6 gewonnen und war zuletzt nach einem desaströsen Auftritt im Clásico bei Meister FC Barcelona mit 1:5 untergegangen. Der Clásico war die letzte Schaufel Erde auf Lopeteguis Grab, schrieb die Sportzeitung AS. Madrid war ein Desaster, gab Mittelfeldmann Casemiro zu. Die Lage ist beschissen, sagte Kapitän Sergio Ramos, wir unterstützten den Trainer bis zum Tod, aber die Entscheidungen werden oben getroffen. Isco sagte, man müsste uns alle rauswerfen, nicht nur den Trainer, Solari übernimmt vorerst der frühere Real-Profi Santiago Solari, derzeit Trainer der zweiten Mannschaft, tritt interimsmäßig die Nachfolge Lopeteguis an. Der 42-Jährige soll am Dienstag erstmals das Training leiten. Nach den Regeln des RFEF-Verbandes darf ein Interimscoach nur für längstens 2 Wochen ein Ad-Team trainieren, ohne dass er zum neuen Trainer ernannt wird und einen Vertrag bekommt. Nach Medienberichten will Clubpräsident Florentino Perez für den geschassten Lopetegui am liebsten den zurzeit joblosen Italiener Antonio Conte oder den ehemaligen Real-Coach und aktuellen Manchester United-Trainer José Mourinho verpflichten. Der Club dankt Julen Lopetegui und seinem Team für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute, hieß es in einer Presseerklärung, die Real am Montag veröffentlichte. Der Verein sieht eine große Diskrepanz zwischen der Qualität des Kaders, der über 8 Spieler verfügt, die für den Goldenen Ball nominiert sind, und den gelieferten Resultaten, begründete der Rekordmeister seine Entscheidung. In der Tabelle der Primera Division belegt Real nach 4 Saisonpleiten den enttäuschenden 9. Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Barça beträgt 7 Punkte.